Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl. They offer us a show worthy of their status. Oh, what's this? Bloodweiser. Well, some people know what's good. Ja, beim Quali und bei Blood Bowl 2. Und ich quatsch wieder den beiden Kommentatoren wieder drüber, das ist mir scheißegal. Ja, wir spielen gegen Waldelfen mit einem sehr dezimierten Team. Aber ich hier gerade sehe, Backfisch darf mitspielen. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Aber umso besser, da haben wir wenigstens einen Spieler mit dabei. Der halbwegs mit dem Ball umgehen kann, aber wie ihr seht, niemanden auf der Ersatzbank. Das heißt, wenn einer ausfällt, dann tut das aua. Gut. Bestätigen wir die Einstellung. Wir gehen dann aber nochmal kurz in die Optionen. Und für euch stelle ich den Kommentator wieder etwas leiser und mache die Zwischensequenzen wieder auf die Touchdowns. Und hier wird der Ball hingekickt. Jo, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal gegen Waldelfen gespielt? Es ist schon so lange her. Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir ja auch ein Side-Project mit einem Waldelfenteam. Dieses Waldelfenteam hat einen Baummensch, der auch schon ziemlich hoch gelevelt ist. Mit Guard eigentlich. Ja, einige sagen ja, ich soll hier unserem Blood Scorpion auch mal Guard verpassen, aber der Blood Scorpion ist nicht der klassische Big Guy, der vorne in der Linie steht und moscht. Das ist eher so, der aus dem Backfield kommt und die Leute ummäht. Wenn er denn will. Manchmal will er nicht. So, hier kommt unser erster Tackle von den Waldelfen. Der guten Bero erwischt es wie immer. Eigentlich erwischt es Bero fast immer da vorne. Ich würde langsam mal Zeit, dass der Bero auch mal einen Spieler des Spiels Titel bekommt, finde ich. Er hat's verdient. Gucken, dieses Spiel hat er noch nicht viel gemacht, außer umfallen, aber mal schauen. Das ist sehr gut, der Baumensch hat direkt mal hier Wurzeln geschlagen, das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen. Und da hier nur... Ja, jetzt ist gar kein Spieler von uns mehr in Reichweite von Baumensch, also muss ich mir dem schon mal keine Sorgen machen. So, hier aufstehen, Leute. Auch der Beru. So, Waldelfen extrem gefährlich, weil extrem schnell unterwegs. Wie schaffe ich das jetzt hier an den Ball zu kommen? Ich glaube, ich versuche erstmal den hier umzuboxen. Okay, klappt nicht. Folgen wir mal. Ein bisschen zumachen. Und hier machen wir auch mal einen. Ja, der möchte heute mal wieder nicht so, wie ich will. So, hier den hauen wir um. Dann ist gewandt auch noch bleiben.
direkt mal einen in die K.O.-Box gehauen. So muss das sein. Je weniger Elfen auf dem Spielfeld, desto besser. So, den Preak ziehen wir mal ab, den Specfield. Ah ne, das ist der Manu hier. Der Preak hat es eben noch. Ist eben nach vorne gelaufen. Wir haben noch einen Blitz über. Ich hier gerade. Wir haben noch einen Blitz über. Ich glaube, den mache ich dann gegen den hier. Jo. Den läuft. Bleiben wir stehen. Und gelähmt. Wir haben hier eigentlich relativ gut zugemacht. Ich schätze mal, der hier wird hier durchlaufen. Und dann gibt es hier ein bisschen Passspiel. So würde ich es zumindest als Waldelf machen. Aber ihr wisst ja, die KI in Blood Bowl 2 ist so eine Sache für sich. Als Waldelf kann man sich, wenn man so einen Baummenschen auf dem Spielfeld hat, immer so schön im Schlagschatten aufhalten. Da traut sich eigentlich relativ selten so ein Gegner in die Nähe. Zu Recht, also Baumenschen sind schon gefährlich. Stärke 6. Schon hart. Oh. Das ist ein bisschen Glück für uns. Doppel 1 beim Waldelfen. Und das heißt, wir haben die Chance, jetzt hier ein bisschen zu prügeln. Der hat leider auch Block. Aber wir schieben ihn einfach ein bisschen weg. So, Corribinus. Immer den Kampftänzer umnieten, bitte. Ah, perfekt. Er hat gewandt. Und abwehren. So. Dann würde ich sagen, hier, der ist auch fällig. Ist nur ein Fänger. Dem folgen wir. Sehr schön. Quali einmal schön an die Front sozusagen. So, Blood Scorpion muss jetzt hier ein bisschen zumachen. Alles klar. Funktioniert auch. Preak macht hier zu. Bero macht hier zu. Und hier in der Mitte bleiben wir mit dem Samur stehen. Und der Manus hier in Lauerposition. Na, leider kann ich den Kampffenster dann nicht aus dem Feld pushen, wenn er gewandt hat. Obwohl, es ist möglich, aber ist mit viel Aufwand verbunden. Also, Bero wird geboxt. Bero hier der einzige Spieler, der gleich viel Rüstung anhat wie so ein Standard-Waldelf. Mich wundert, der steht ja jedes Spiel vorne in der Line und hat der Gegner da Glück. Und mit seiner Rüstungsschutz 7 hält er schon eine Mecker aus, da der Bero. Ja, hier die ganzen Negativwürfel hier vom Gegner. Glück, dass keine 1 fällt oder keine 2. Und Bewegung 9 Fänger, das ist auch krass. Ja, hier versucht der Kampftänzer zu hüpfen, aber da muss der Wiederholungswurf dran glauben. Und dann läuft er noch nicht mal weiter. Gut, hier steht auch der Blattskorpion, aber naja. Haha, Tackle. Ja, Tackle ist Gold wert gegen Waldelfen. Also generell gegen Elfen. Aber gegen Waldelfen insbesondere, weil es fast jeder unterwegs mit Block und Dodge.
So, der hier ist gefährlich. Aber ich glaube, ich mache lieber den Angriff auf den Ballträger. Oh, da habe ich Glück gehabt, den Kampftänzer hatte ich wieder ganz übersehen. Hier hat sich ganz schön aus meinem Bewusstsein rausgekegelt hier. So, dann gehen wir mal weiter. Oh nee, nein, da steht ein Elf. Aber wir können uns daneben stellen. Hier hin. So, und den umboxen mal. Der nervt nämlich. Und folgen. So. Primus, hat's schon mal Lust, hier so einen Kampftänzer zu hauen? Na, hat er anscheinend nicht. Jetzt hat er Lust, ist klar. So, gelähmt. Perfekt. Und einmal hier bitte den Ball aufheben. Madame Backfisch schafft es nicht. Ich weiß gar nicht, wie komme ich da noch auf, dass die... Ich meine irgendwie, die hatte noch im letzten Spiel so verletzt, dass sie gesperrt ist für dieses Spiel. Jetzt hat er den Ball wieder. Gut, aber noch steht hier so eine Line Tiermenschen. Von da ganz hinten nach hier. Das ist ja eine Bewegung 9 Fänger, ist, nee, ist nur Bewegung 8. Aber... Hier sind so ein paar potenzielle Kandidaten. Wir müssen jetzt den Ball irgendwie bekommen. Ansonsten sieht das hier ganz schön eklig aus. So. Hatte der hier gewandt. Der hat Ballgefühl, fangen, ausweichen, sprinten und springen. Aber kein Gewand. Das heißt, der ist gleich fällig. So, nächster Waldelf in der K.O.-Box. Leider kein Casualty. So. Und der Koali kümmert sich dann jetzt mal um den Ball. Ab in die Menge. Ja. Ist okay. Komm, Backfisch, jetzt deine Chance, es wieder gut zu machen. Diesmal haben wir einen Wiederholungswurf. So, und ein bisschen nach vorne laufen. Den hier müssen wir ein bisschen einmauern. Der irgendwas Besonderes. Der ist gewandt. Abwehren, ringen. Boah, Gewandtheit 5. Okay, da braucht man mehr als einen. Und hier noch ein bisschen weitere Unterstützung. Ja, er kann auch jetzt noch irgendwie da rauslaufen, das ist halt... Ich versuche mal den Blattskorpion hinzustellen, dann hat er wenigstens noch mit Tentakeln ein bisschen Probleme. So, du versuchst hier den Kampftänzer mal ein bisschen zu drücken. Zu knuddeln. So. Hier ein bisschen Unterstützung. Das ist ein Einser. Jetzt ist es ein Zweier. Und ich hab Block, du nicht. Okay. Perfekt. Wir haben den Ball erobert und versucht hier
Gegenmaßnahmen ein bisschen einzubunkern und die restlichen Elfen sind relativ weit weg vom Ball. Ich bin immer noch nicht ganz wieder auf dem Damm. Fürchterlich. Oh, die Go-For-Its klappen nicht beim Waldelfen. Da fallen die Wiederholungswürfel. Haben wir Glück. Warte, Ball in der, da hat keinen Ball entlässt. Das habe ich mir gedacht, dass der hier dann nicht rausgeht gegen die Tentakel. Komm, Preak, hier einmal Kampftänzer hauen. Ah, der geht dann noch freiwillig nach da. Oh, The Casualty, sehr gut. Nein, das war gar nicht der Preak, das war der Manu. Ich verwechsel die immer, die beiden. Sehr gut gemacht, Manu, auf jeden Fall. So muss das passieren hier. So. Wir hauen den mal. Okay, der ist erstmal für ein paar Züge raus. So, wie ist es mit dem hier? Gegen Tackle hat er auch keine Chance. Und auch hier haben wir eine Casualty. Jetzt fallen sie wie die Fliegen, die Waldelfen. Es gibt so Sachen halt dann... Irgendwann ist so der Punkt erreicht, die Rüstung 7 dann auch nicht mehr ausreicht. So, wir haben sogar noch einen Blitz über. Komm hier, Blitz. So, ein Fänger. Der hat Ausweichen. Aber da kann er sich jetzt nicht mehr gegen wehren. Und... Bam! K.O.-Box für dich, meine Liga. Gegner hat Bloodwiser Babes gekauft. Das heißt, die Leute, die nur in der normalen K.O.-Box liegen, die werden relativ gut wieder reanimiert werden nach dem Touchdown. So, ich tendiere dazu jetzt, den Touchdown hier so einem Chaoskrieger A zu geben. Welchen? Koali könnte es auch ganz gut. Könnte es nicht, muss es jetzt nicht gebrauchen. Der Preak. Aber wir geben hier erstmal ein bisschen Unterstützung und können einmal noch hauen. Ausweichen. Okay. Frank und Elorida sind beide gleich auf, was die Punkte angeht. Der Elorida steht näher an der Touchdown-Zone, das heißt, er hat das die Ehre gewonnen, jetzt hier gleich einen Touchdown versuchen zu dürfen. Und da kommt der Pass von Buckfish. Und da fällt unser Wiederholungswurf. Tja, Elo, wenn du mit dem Ball nicht umgehen kannst, dann wird das nichts mit Touchdowns hier. Ja, das ist ein kurzer Waldelfenzug. So, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir gehen jetzt hier so ein bisschen auf Tuchfühlung mit diesem Elfen hier. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd. Und hoffentlich gibt es hier ein paar Casualties. Na, nur K.O.
Beast. That murderous little beast. Die K.O.-Box füllt sich langsam bei den Waldelfen. So. Blattskorpion. Ah, er mag sogar. Perfekt. So, einmal den Ball aufnehmen, bitte. Und ein weiterer Versuch eines Passes auf den Elo. Diesmal schafft er das. Und dann gibt's das Foul jetzt hier. Dreckswaldelf. Ah, für ihn gelähmt. Okay, davon kostet uns halt einen Spieler. Wir müssen uns mal einen Spieler machen, der so spezialisiert auf Fouls ist. Hier mit schmutzige Tricks und so ein Zeug. Okay, unser vorletzter Zug. Einmal hier kurz vor die Endzone. So, ich glaube, noch ein Foul riskiere ich jetzt hier nicht. Ich stehe nochmal hier auf. Wer von den beiden ist nerviger? Der hat schon 31 Starspielerpunkte, der 33. Der hier ringen und blocken ist so ziemlich relativ sinnlos, finde ich. Komm, Bero, kannst du so einen Elfen hauen? Schaffst du das? Ja, er möchte doch irgendwann mal Starspieler werden. Ja, gelähmt, besser als nix. Samuel sichert ein bisschen ab hier. So, hier Frank, mach mal zu. Nicht, dass der hier auf blöde Gedanken kommt, hier rauszulaufen. Kann der springen? Ne, kann er nicht. Also es wird sehr schwer für den da rauszukommen. Und für den Fall der Fälle ein bisschen Unterstützung von Backfisch. Außerdem haben wir auch noch das Tentakelfieh-Blattskorpion hier. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Das ist risky, mein Lieber. Du hast kein Gewand. Wir haben noch einen Wiederholungswurf, das heißt, ich riskiere das jetzt hier anzugreifen. Einfach, damit ich den Zuschauer schubsen kann. Ja, leider nichts passiert. Und der hat sogar den Schneid gerade aufzustehen hier. Ab in die Fans mit dir. Yes! Fan Casualty! Ich finde, man sollte die Fans auch mit Casualties aufwerten können. Das wäre was. So, und dann ist der Touchdown von Lorida an dem Tagesordnung. Herzlichen Glückwunsch, Loridas. Dem Mal des Nörgel auf dem Helm. Sehr schön. So, wir haben jetzt natürlich einen Spieler zu wenig, den haben wir uns ja selbst rausgekickt. Hier den armen Koriminus. Ist vom Schiri vom Platz geschmissen worden. Wir bekommen aber den Ball. Und das heißt, der Preak darf nach vorne, der Backfisch muss nach hinten. Ja, teleportier dich nach hinten. Zack. Beru, nochmal nach vorne an die Seite. So, Blattskorpion.
Willst du dich mal mit so einem Baummenschen anlegen? Blattskorpion? Und wenn dann so rum. Schauen wir mal. Elo auf der rechten Seite. Ich glaube, Samur tausche ich nochmal mit dem Leshrac. So, und dann ist das unsere Aufstellung. 1, 2. Ja, wir können in ein benachbartes Feld ziehen. Ich zähle mal eben kurz die Waldelfen durch. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waldelfen. Das heißt, die haben wohl auch ein bisschen leiden müssen hier. So, alle ein bisschen hier bewegen, alle ein bisschen nach vorne. Yay! Du kannst stehen bleiben. Oh komm, Blattskorpion auch nach vorne, was soll der Geiz? What was your favorite moment as a Blood Bowl player? Okay. Oh, well. That's scoring my first. Perfekt. Super gefangen. I just ripped the head off this kid and given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun, I shot the ball down his throat. And then lobbed his whole body into the end zone. The ref said it was classified as a catch, and so I scored a touchdown. So, erster Elf down. At the same time. Nothing left holding him up. Der hat Blocken. In dem Stadium des Spiels würde ich mich das auch wundern, wenn ein Waldelf noch keinen Blocken hat. Okay, erste nicht geklappt und jetzt haben wir ihn down in L. Und das ist jetzt natürlich für den Baummenschen, der sonst mit seinem Rüstungsschutz 10 ziemlich stark dabei ist. Interessant hier gegen Clown, weil die Clown den Rüstungsschützer negieren. So, Samur, du möchtest doch bestimmt hier den Fänger jetzt einmal in die K.O.-Box verfrachten. Der hat leider auch Block. Wir wiederholen das mal. Oh, leider schieben wir nur. So. Hätte besser laufen können. Mal zumachen hier. Alles klar, wir wenden den Zug. Und schauen mal, was die Waldelfen draus machen. Den Weg zum Ball haben wir relativ gut zu. Generell ist das jetzt richtig schwierig für einen Waldelfen, der sich eigentlich nicht mit uns anlegen kann, was Prügeln angeht. Aber dennoch muss er irgendwie an den Ball. Und wir führen ja auch noch 1-0. Da kommt der Blitz. Ja, ein Koali ist gelähmt. So, Blattskorpion hier. Einmal Elfen hauen. Abwehren ist in dem Fall relativ okay. Ja. Leshrac rechts den Koali mal eben hier. Ja, ich hätte ihn nach da schieben sollen. Egal, wir hauen weiter. Lähmt. Komm, Manu. Dein Blitz. Und hier wiederholen wir das mal wieder. Ich will den mal down haben hier, aber gut, funktioniert nicht.
die Blitze sind nicht so gut hier in diesem Spiel bisher. Also ich mache mal ein bisschen Meter mit dem Ball und schauen mal, ob das hier den Waldelfen passt. Ja, da laufen sie schon weg vom Ball, ist immer gut. Und was das jetzt sollte, weiß kein Mensch. Hier haben wir unterschiedliche Fähigkeiten. Merkwürdig. Jetzt bitte. Ballgefühl. Ja, ich verstehe es nicht. Der Baumann steht auf. Wupp. Das heißt, der Koali stellt sich mal hier hin, damit wir den Baummenschen direkt wieder umboxen dürfen. Mit dem Blattskorpion. Wir müssen das wiederholen. Ach, scheiße Einzelgänger. Immerhin gehen beide zu Boden. Und die mächtige Knospe. Mächtige Knospe ist wieder gelähmt. Und wir haben Wiederholungswurf verschwendet. Aber immerhin den Baummenschen wieder für zwei Züge aus dem Spiel. Ja, hier müssen sich schon drei Elfen um den Samu kümmern. Das ist schon interessant. Jetzt kommt der vierte dazu. Die Doppel-Eins. Nicht mit Samur, pack! Gut, aber sie haben es geschafft, einen Elfen an den Ballträger zu bringen. Das wird der Bero jetzt mal unterbinden hier. Abwehren ist in diesem Fall eigentlich auch eine ganz gute Fähigkeit. So. Manu. Gib ihm. We got tackle and you not. Ja, alle Elfen am Boden. So lässt sich das doch sehen. Dann gehen wir noch einen nach hier weg. Und der nicht sofort hoch kann und blitzen kann. Und beenden den Zug. Ah ne, ein Elf. Ah, da steht noch einer. Gut, den konnte ich nicht mehr umboxen. Einer stand noch. Jetzt kommen die Negativblocks. Irgendwann muss man das als Elf mal machen. Und hin und wieder klappt es auch. Das nicht. Ja gut, jetzt ist er rausgelaufen. Aber ich weiß ja nicht. Was das immer soll mit diesem merkwürdigen Ausweichen hier. So, hier muss jetzt der Elf dran glauben. Abwehren. Ja, Casualty. Sehr gut, Lestrak.
Das kann er, der Lesrak. Lesrak braucht noch zerquetschen oder sowas. So. Krieg. Krieg ist auch immer von Casualty gut. Aber nicht an diesem Spiel jetzt. Beru. Ah, das ist scheiße jetzt. Ah, das war dumm. Nee, die Dummheit lasse ich mir jetzt mal. Ah, ich wollte eigentlich... egal. Ich wollte eigentlich blitzen und dann habe ich einfach außen rum gedrückt und dann läuft er um den Typen rum und läuft dann zweimal in eine Tackle-Zone. Das ist mit Gewandtheit 3 nicht so geil. Ja. Jetzt haben wir natürlich Druck auf den Ball ohne Ende. Okay, wenn er die Elfen dann wieder abzieht, ist er natürlich selber schuld. Hau ihn, stech ihn, schlag ihn. Und noch zwei Züge. Ist machbar, so ein Touchdown. Vor allen Dingen, wenn die Elfen immer am Boden liegen. Da ist der nächste Elf in der K.O.-Box. So, Mr. Lesrak Dark. Und hier ziehen wir mal ein bisschen Unterstützung nach oben. Ja, zu dem Zeitpunkt jetzt ist mir der Baummensch relativ egal. Nö. Sometimes cute animals like this forget the sport. Face the wild side. So, Zug beenden. Ja, ein bisschen geschickterem Spiel meinerseits hätten wir die Waldelfen mal tablen können hier. Also, ja gut, der Baumensch ist schwer vom Feld zu kriegen. Das gebe ich zu. So, ist denn der Elf da hinten? Der ist ja hier gelaufen, alles klar. So, jetzt haben wir erstmal hier den Blattskorpion. Der macht erstmal den hier platt jetzt hier. Oder versucht es zumindest. Ja. Keine Casualty. Da muss der Wiederholungswurf kommen. So. Weißt du was, Beru? Nimm mal den Ball. Ich gönne dem Beru jetzt mal einen Touchdown. So, haben wir noch einen Blitz über? Ich glaube schon, ne? Lesrak noch Lust auf einen zweiten Casualty? So, der Baumensch ist mir wie gesagt relativ egal. Ja, mein Go for it. Zack.
Zug beenden. Bero auf dem Weg zu seinem Touchdown. Und hier schafft er das Ausweichen nicht. Das war ja auch der Sinn der Sache hier. Und dann sehen wir jetzt den ultimativen Touchdown von Bero. Also wenn er in diesem Spiel kein Starspieler wird, dann weiß ich nicht. Keep away from the fans. Sehr gut. So, und in einem Zug wird jetzt der Waldelf auch nichts mehr großartig machen. Ein One-Turner hat er nicht. Und selbst dann würde er nicht gewinnen. Wir bekommen noch einen Wiederholungswurf, mit dem wir nichts mehr anfangen können, weil wir keinen Zug mehr zur Verfügung haben. Kommt ihr Waldelfen, macht hin. Ich gönne euch noch irgendwie einen Pass oder so und dann... Ich verstehe den Computer nicht. Aber gut. Bero muss schon wieder einstecken. Ja, das so eine dämliche Aktion muss echt mal mit sowas bestraft werden. Richtig so. Richtig so, richtig so. So eine dämliche Aktion. Wird viel zu selten vom Computer selbst bestraft. Alles klar, gut. Wir gewinnen 2-0. Und wir wiederholen das Ganze mal. Ja, ein bisschen mehr Geld. Es gained a new level. Manu hat den Starspieler-Bonus bekommen. Und wer ist denn da jetzt aufgestiegen? Elf? Oh, hier. Der Krasse ist noch aufgestiegen. Gucken wir mal. Ist jemand von uns ein Level aufgestiegen? Ne, muss ein Elf gewesen sein. Wir haben einige, die relativ nah dran sind. Der Bero ist nah dran, der Loridos ist nah dran, Frank ist nah dran, der Samu ist nah dran. Plastiklöffel nur einen Punkt davon entfernt. Ja, ich würde sagen, im nächsten Spiel gegen Dunkelelfen schon wieder. Ja, Vicious Fury. Das waren noch die mit den mega vielen Assassinen. Das haben wir schon vor zwei Spielen schon mal gehabt. Naja, naja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.